Hallo ihr Lieben, da ist eure Kocheule. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen uns heute einen Karamellpudding und wenn ihr wissen wollt, wie einfach der funktioniert, dann bleibt doch einfach dran. Was brauchen wir für einen Karamellpudding? Wir brauchen 250 Gramm Feinkristallzucker, 70 Gramm Sahne, dann 1200 Gramm Milch, 30 Gramm Butter, die soll kalt sein, einen Teelöffel Zitronensaft, 30 Gramm Wasser, 80 Gramm Speisestärke, also Maizena, und 2 Eier. Dann brauchen wir nur zusätzlich den Spritzschutz und einfach so Förmchen. Ich habe jetzt einmal 8, wir werden schauen, wie weit wir kommen und den Rest füllen wir dann einfach in Gläser. Kommt eben immer auf das drauf an, welche Form ihr zum Servieren verwendet. Zwischen 8 und 10 Portionen wären es. So, wir starten auch gleich, wichtig beim Karamell, das wird auch gleich am Anfang vom Rezept, das findet ihr auf Cookidoo, gleich beschrieben, ist es, dass ihr quasi euch beim Karamell, bei all diesen TM6-Anbratgerichten, also alles, was über 120 Grad hinausgeht, wo ihr Karamell dazugehört, einfach wirklich von den Gewichten her ans Originalrezept haltet und wirklich auch das Rezept bei Karamell wirklich durchzieht. Also das heißt, ohne Zeitverzögerung dann aktivieren, loslegen, weil es kann sonst wirklich zu Unterbrechungen oder Abbruch führen. Drum einfach dran halten, was euch der Thermomix sagt, dann kann nichts schief gehen. So, wir fangen an, indem wir einfach mal unseren Zucker hinzugeben. Das heißt, da keine 1,5-fachen Mengen oder so machen. Genau, dann die Sahne eben, die 70 Gramm. Das Wasser. Und unser Teelöffel Zitronensaft. Der Zitronensaft ist eben dafür da, dass der Zucker nicht kristallisiert bzw. anbrennt. Und das macht aber jetzt keine, irgendwie schmeckt jetzt nicht nach Zitronenkaramell oder so. Das ist wirklich nur ein Hilfsmittel, um das zu verhindern. Genau. Und als nächstes die 3 Stück kalte Butter. Einfach in den Topf, Deckel drauf, in dem Fall sagt er uns eben, bittet er uns um den Spritzschutz, den setzt dann bitte auch einfach drauf, vor allem wenn ihr Kinder im Haus habt, damit der ja nicht Zucker oder irgendwas rausspritzt, weil das ist echt heiß. Fertig aktivieren und jetzt sagt er uns, ca. 28 Minuten wird jetzt das Karamellisieren brauchen und bis dahin lassen wir den Rest stehen und legen die Füße hoch. So, nachdem jetzt einmal der erste Schritt des Karamellisierens gemacht ist, kommt jetzt da mal, kommen unsere, jetzt hätte ich fast das falsche genommen, von den 1200 Gramm Milch kommen einmal 200 Gramm Milch in den Mixtopf. Und jetzt ohne Messbecher wird das Ganze für 2 Minuten auf dieser Sanftrührstufe einfach miteinander nochmal vermengt. Jetzt im nächsten Schritt lasst weiterhin den Messbecher da unten, geht es auf weiter und jetzt das auf 3 Minuten nochmal auf Varomastufe 2 das Ganze nochmal ohne Messbecher erhitzen. Jetzt sind wir schon so weit, dass wir unsere Milch dazu geben, das heißt 1 Liter Milch. Nur da schön mit hinein in das Karamellgemisch. Und jetzt im Prinzip machen wir Pudding draus. Die 2 Eier. Und eben die Speisestärke, also Maizena habe ich in dem Fall. Messbecher wird jetzt eingesetzt. Und das Ganze wird für 6 Minuten bei 100 Grad, weil eben Maisstärke mit drinnen ist, auf Stufe 3 zum einen aufgekocht und damit eben eigentlich gleichzeitig eingedickt. Genau, und dann füllen wir uns den Pudding nur noch ab und müssen leider nur ein bisschen warten, bis er abgekühlt ist, aber dann geht es ans Probieren. Jetzt ist es soweit, wir dann uns jetzt unseren leckeren... Also ich bin jetzt nicht so der Karamell-Fan, gell? Es ist jetzt nicht so, dass ich es unbedingt täglich bräuchte, aber diesen Pudding... Den finde sogar ich nicht schlecht. Und das heißt echt was. Ich werde es jetzt mal gar
in warmem Zustand mal für euch kosten. Ja, so wie es sein soll. Karamellpudding. Also empfehlenswert. Und den füllen wir uns jetzt einfach in die vorbereiteten Gläschen, Schälchen, wie auch immer. Wie ihr seht, unser Pudding ist fertig. Er riecht köstlich, er schmeckt lecker, schon im warmen Zustand. Dann esst ihn erstmal kalt. Also ihr seht, er ist sehr ergiebig. Heute sie trotzdem jetzt nicht viel länger als wie 3 Tage oder so bei einem so 3-4-Personen-Haushalt, weil einfach jeden Tag mal so ein kleiner verschwindet. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Rezept, mit dem Pudding an sich. Bin gespannt auf eure Kommentare. Mögt ihr, welchen Pudding habt ihr zum Beispiel recht gern? Würde mich auch voll interessieren. Und ich wünsche euch einen schönen Tag noch und wir sehen uns ganz bald wieder. Alles Liebe, tschüss!